So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über Produktrecherche auf Amazon. Wie suche ich überhaupt Produkte aus? Wie schaue ich einfach, was die Märkte überhaupt, was überhaupt auf den Märkten verkauft wird? Wie finde ich einfach profitable Produkte, die ich sehr gut überhaupt auf Amazon absetzen kann? Es gibt hier eine kleine Checkliste von mir. Ihr könnt das auch gerne erweitern, diese Checkliste. Und der erste Punkt, erstmal die Nachfrage. Ja, das heißt, was bedeutet das? Bevor ich ein Produkt verkaufe, muss ich verstehen, gibt es genug Käufer, die überhaupt das Produkt suchen. Das ist sehr wichtig. Ja? Das heißt, nicht andersrum, einfach schauen, was auf dem Markt gibt, was verkaufen die Wettbewerber. Das machen andere Händler, das ist nicht erfolgreich, weil alle anderen das Gleiche machen. Wir müssen erstmal schauen, wo gibt es überhaupt Märkte, wo gibt es Nachfrage und wenig Angebot. Und das kann man mit Hilfe von bestimmten Tools sehr, sehr gut machen. So, dann haben wir eine Zielgruppe. Ja? Das heißt, wer ist unsere Zielgruppe? Wenn wir keine Zielgruppe haben, dann haben wir einfach, wenn wir einfach nicht definieren können, dass der Sportler jetzt unsere Zielgruppe ist, dann haben wir überhaupt keine Kunden. Ja? Das müsst ihr verstehen. Wir können nicht sagen, Gott und die Welt ist unsere Kunden. Das geht nicht. Wir müssen tatsächlich sagen, das ist für Mädels, das ist für Jungs, das ist für Väter, das ist für Handwerker. Das ist sehr wichtig, dass die Leute sich angesprochen fühlen. Ja? Dann reden wir kurz über euer Kapital. Bisschen Mathe, ich mache es nicht kompliziert. Ich will jetzt keine komplizierte Mathe machen. Die Wettbewerber, wie kann ich das Produkt machen? Saisonale Produkte, Design, Profitabilität und mehr Ideen. So, fangen wir erstmal mit der Produktrecherche an. Wenn ihr Produkte macht, achtet darauf, dass diese Produkte tatsächlich weniger Reklamationen haben oder verursachen. Weniger Retouren. Retouren sind immer noch Probleme, denn Retouren kosten euch Geld. Im schlimmsten Fall habt ihr eine, wenn ihr jetzt technische Produkte verkauft, Ware, die zurückkommt, ihr wisst erstmal nicht, ist das kaputt, ist das nicht kaputt. Und es ist nicht nur die Retourkosten, die da entstehen. Von vielleicht insgesamt habt ihr da 10 Euro verloren, Hinversand, Rückversand. Es ist auch die komplette Ware, die ihr manchmal verliert, weil das Produkt nicht mehr verkaufbar ist. Genauso wie bei Hygieneartikel oder wie auch immer. So, kleine Produkte, was bedeutet das? Bis 45 cm, merkt euch diese Größe, 45 cm, da ist die Lagerung und die Versendung über Amazon einfach unschlagbar günstig. Das heißt, ihr findet solche Preise draußen nicht, weil sie wollen ja an eurer Provision, an euren, sage ich mal, von euch Provisionen kassieren. Deswegen geben die einfach euch so gute Preise bei solchen Artikeln. Ab 45 cm macht es tatsächlich Sinn zu überlegen, nehme ich einen Versanddienstleister in Anspruch, der das für mich übernimmt, oder mache ich die Logistik selber. Wobei Logistik selber machen, heute solltet ihr euch fragen, wo bin ich gut. Es gibt da draußen sehr, sehr gute Dienstleister, die das für kleines Geld machen. Produkte mit hohen Margen, was bedeutet das? Wenn ihr tatsächlich kein Geld verdient mit dem Produkt, sondern 1 Euro, wenn es gut funktioniert, wenn es läuft, dreht sich, läuft automatisiert, ist ja alles gut. Nur, wir haben kein Geld für Werbung. Und wenn wir kein Geld für Werbung haben, können wir das Produkt nicht verkaufen. Ganz einfach, denn wir wollen gefunden werden. Wenn wir kein Geld haben, um das Produkt besser zu machen, können wir auch nicht besser werden als unsere Wettbewerber. Das heißt, wir können nicht an der Verpackung arbeiten, wir können nicht am Design arbeiten, wir können nicht an den Anleitungen arbeiten. Es macht uns keinen Spaß, überhaupt diesen Artikel weiter zu pushen. Ganz einfach. Und daher macht es Sinn, Produkte mit hohen Margen zu verkaufen. Wenn ihr einfach billige Artikel habt, zum Beispiel Stifte, es macht doch keinen Sinn, einen einzelnen Stift zu verkaufen. Ihr könnt das tatsächlich einfach in 4er-Set, 5er-Set machen. Das sind ganz normale Produkte, Scheren, Stifte, wie auch immer, die man einfach in einem Mengenset zusammenfasst zu einem Produkt, mit einem Code labelt und an Amazon Lager sendet. Ich kenne ganz viele Händler, die sich nur darauf spezialisiert haben, solche Produkte zu finden und solche Produkte tatsächlich zu pushen. Versandfähige Artikel, was bedeutet versandfähige Artikel? Ja, viele denken, okay, ich kann Versandtassen auch verkaufen, wenn ich die gut verpacke. Aber gut verpacken bedeutet, das Produkt darf in der Verpackung gar nicht wackeln. Denn wenn das Produkt wackelt in der Verpackung, kommt das einfach nicht gut an. Ja? Wenn ihr einfach Glasset macht, dann sorgt dafür, dass sie auch gut getrennt sind. Sonst kommen die auch kaputt an. Es gibt ja diesen Falltest, da haben wir ja überlegt, ein lustiges Video über das Thema zu machen. Das kommt irgendwann auf YouTube, wo wir Falltest machen mit den Produkten, um zu zeigen, was alles bei DHL oder DPD passiert. Ja? Wie kann ich überhaupt Produkte finden? Man kann tatsächlich schauen, was läuft auf dem Markt,
gucken, wie kann ich das besser machen. Finde ich einfach eine Lieferantin dazu, bestelle ich mir Muster zum Beispiel, gehe ich Messen besuchen. Es gibt übrigens in Deutschland ganz, ganz viele Messen, ihr müsst nicht unbedingt nach China gehen. Das heißt, wenn ihr die Ambiente in Frankfurt besucht zum Beispiel, da sind die chinesischen Hersteller selbst da anwesend. Es gibt ja die IAW-Messe in Köln, da sind auch sehr viele chinesische Händler da anwesend. Es gibt auch die Gartenmesse in Köln, Spoga, da gibt es auch in Friedrichshafen ganz viele Fahrradmessen, Sportmessen. Es gibt Händlerplattformen, zum Beispiel die Seite centrada.de, wo ihr auch Großhändler finden könnt. Es gibt die Seite wer liefert was, wlw.de, wo ihr auch Hersteller finden könnt. Ihr müsst nicht unbedingt nach China gehen. Also diese Möglichkeit gibt es tatsächlich. Hier ist ein gutes Tool, das ist Helium 10. Aktuell mein Lieblingstool, weil es einfach Preis-Leistungsverhältnis wirklich unschlagbar ist. Aber denkt dran, jedes Tool kostet Geld und wenn ihr das nicht braucht, schaut einfach, dass ihr da rauskommt. Ja? Und hier ist das Schöne, ihr könnt das jeden Monat kündigen. Ich gebe euch gleich einen Tipp, wie ihr das Ganze trickst, dass ihr immer 50% Rabattcode habt. Aber wichtig hier, gibt es eine Blackbox. Was ist eine Blackbox? Das heißt, ich habe erstmal keine Idee. Ich bin Neustarter, ich habe überhaupt keine Idee, welche Produkte ich auf den Markt bringen will. Dann kann ich tatsächlich hier mit sehr vielen Filterfunktionen arbeiten und vor allem die wichtigste Information ist einfach, wie oft ein Keyword gesucht wird. Diese Informationen sind nicht ganz genau, das heißt, auch mit einer Abweichung von 30% sind die trotzdem gut, um uns einfach eine Antwort zu geben, okay, macht es überhaupt Sinn, ein Magnet zu launchen oder Magnete? Weil der Unterschied ist fast bei Magnete, also die werden, glaube ich, 50.000 Mal mehr gesucht im Monat als ein Magnet. Ja, und das heißt, wenn ich das schon von vorne an weiß, dann importiere ich oder kaufe ich Magnete ein, statt einfach einen Magnet. Weil wenn ich diese Information nicht habe, dann habe ich von vorne an gelost. Deswegen macht es Sinn, weil die Produktrecherche vor dem Verkauf zu starten, vor der Bestellung einfach zu starten. So, hier könnte ich zum Beispiel einige Tricks angeben und sage, ich zeige mir monatliche Umsätze hier von zum Beispiel, das geht am Fernsehen nicht, okay, Minimum 5.000 Euro Umsatz im Monat soll das Produkt machen und er soll zum Beispiel Bewertungen von maximum 50 Bewertungen haben und soll nicht zu gut bewertet sein. Das heißt 4 von 5 Bewertungen. Das ist eine Möglichkeit, die man hier filtern kann. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, das Produkt soll 1.000 Mal gesucht werden im Monat. Kunden suchen das in der Maske 1.000 Mal. Der macht Minimum 5.000 Euro Umsatz und er hat nicht so viele Bewertungen, maximum 50 Stück. Und er ist nicht so gut bewertet. 4 Bewertungen. Und dann finde ich zum Beispiel so eine komische Schere, die 19.000 Euro macht. So ein Produkt hätte ich sonst nicht gefunden. Ja? Mit so einem Tool könnt ihr irgendwelche Nischen finden und dann überlegen, wie kann ich das noch besser machen. So. Das war kein Bestseller. Das war einfach ein Produkt in so einer Nische. Ich weiß nicht, was ganz genau für Schere das war. Aber das ist Wahnsinn, dass so eine Schere, das war eine spezielle Schere für irgendwas. Aber das hat einen Grund, weshalb die verkauft werden. Ja, das heißt, wenn du jetzt hier auf der Seite bist, wo ich gesagt habe, auf der ersten Seite der Suchergebnisse habe ich ganz viele Produkte, nicht gesponserte Produkte, sondern einfach Produkte, die weniger als 50 Bewertungen haben, dann können wir mit unseren Methoden heute, die ihr heute lernt, sofort überhaupt mit dem Verkauf starten. Da könnt ihr tatsächlich so ein Produkt launchen, da habt ihr Erfolg. Weil, wenn ich auf der ersten Seite nur Produkte habe, die einfach sehr viele Bewertungen haben, über 50, dann habt ihr mit einem neuen Produkt fast kaum Chance, da einzusteigen. Wirklich kaum Chance. So, also mit dem Tool könnt ihr vieles machen. Da redet auch später der Christian, was ihr damit alles machen könnt. Zum Beispiel Kategorien analysieren, also Keywords finden. Asienrückwärtssuche, das ist auch sehr wichtig, diese Asienrückwärtssuche. Das heißt, wir können die Asien von dem Wettbewerber eingeben und dann zeigt uns dieses Tool, unter welchen Keywords verkauft er. Welche Keywords benutzt er, um einfach gesponsert zu sein? Wo ist er auf den ersten Plätzen? Und da können wir tatsächlich besser als er sein, weil die meisten Konkurrenten geben zum Beispiel ganz viel Geld für gesponserte Anzeigen, aber sind gar nicht organisch da zu finden. Und wenn diese Keywords zu unserem Produkt passen, können wir tatsächlich diese Keywords bei uns pflegen. So, hier ist ein kleiner Trick, ihr könnt einfach Helium 10 nutzen, immer mit dem Code BUTRUS50. Wenn ihr neue E-Mail-Adresse nehmt, macht ihr das Gleiche, dann habt ihr immer 50% Rabatt. Aber ich denke, einen Monat braucht ihr das Tool für den Anfang, um das Ganze halt
auszutesten. Jetzt wollten wir einfach über Mathe reden. Weshalb Mathe wichtig ist, klar, ich möchte es nicht kompliziert machen, aber man muss verstehen, was man überhaupt macht, wenn man jetzt mit Amazon anfängt. Denn wenn ich ein Produkt für 3 Euro einkaufe und für 12,99 verkaufe, das ist übrigens eine gesunde Marge, hoffe ich, dass er das versteht, dass solche Preise einfach gerufen werden müssen, weil Amazon Geld kostet, Versand Geld kostet etc. Jetzt bestelle ich 500 Stück, da bin ich schon beim Invest bei 1500 Euro Einkauf und verdiene ich hier 3,17 Euro. Da habe ich insgesamt 1585 Euro verdient. Ich kann das gleiche Spiel spielen, ich finde einen anderen Hersteller, mache schönere Verpackung, optimiere meinen Einkauf, investiere tatsächlich viel Liebe in das Produkt und kann ich das für 14,97 verkaufen, was eigentlich ganz normal ist. Ihr müsst euch vorstellen, früher war das so, der Großhändler hat Importeur, also der Hersteller hat ja geliefert nach Deutschland, es gab einen Importeur, der Importeur hat dann den Großhändler verkauft, der Großhändler wiederum an den Händlern und dann hat der Händler einfach seine Marge draufgeschlagen. Das sind einfach 3-4-stufige Handelsketten da gewesen oder sozusagen oder Supply Chains und das Problem ist, da sind einfach die Preise automatisch hoch gewesen und keiner bestellt 500 Stück von einem Artikel oder Füllfederhalter. Ihr schafft das mittlerweile, ihr könnt direkt an die Quelle gehen oder an einem Importeur, ihr müsst nicht diesen Großhändler da anschreiben und da habt ihr einfach die Möglichkeit, euren Einkauf zu optimieren und auch den Verkaufspreis hier zu erhöhen, bedeutet für uns 2200 Euro im Monat zu verdienen. Wenn man jetzt aber 10 Euro in die Hand nimmt und sagt, ich kaufe jetzt ein teures Produkt, da muss man überlegen, okay, wenn ich den für 29 Euro verkaufe, das ist gut, nur mein Startinvest ist ja 5000 Euro. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ja? Nicht, dass da eine Überraschung kommt. Ich verdiene 7,19 Euro zum Beispiel, da bin ich bei 3.500 Euro. Mein Lieblingsbeispiel wäre zum Beispiel, dass ich sage, ich kaufe etwas für 5 Euro, ich verkaufe es für 19,97. Da habe ich ein Gesamtinvest von 2.500 Euro und habe ich Profit fast von 6 Euro pro Stück und bin ich bei 3.000 Euro. Das ist schwer einfach, hier kann man keine Regel definieren. Es gibt keine Regel dafür, aber es ist wichtig, dass ihr das mal aufschreibt, bevor ihr Bestellung macht. Weil ihr wollt ja wissen, was verdiene ich im besten Fall. Wenn ihr das von vorne an nicht versteht, wie soll das gehen? Wie kann ich überhaupt meinen Gewinn optimieren? Habt ihr eine Idee, wie man seinen Gewinn optimiert? Ausgaben senken, sehr gut. Ja, sonst? Im Einkauf. Aber im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist tatsächlich ein guter Spruch und das beweise ich dir hier. Denn wir haben hier ein Produkt, was für 14,90 verkauft wird. Eine Toiletten, was ist denn das? Toilettenpapierhalterung, zeitgemäß mit Handyhalterung dazu. Kostet auf Alibaba 3,50 Dollar bei 500 Stück, ab 500 Stück. Ihr müsst verstehen, dass Alibaba mittlerweile so dominant geworden ist, dass sie einfach nicht die günstigste Plattform ist. Die sind sicher, wie auch immer, aber wir wollen trotzdem einen Ankerpunkt. Wir wollen einfach einen Preis haben, um zu vergleichen, was kostet überhaupt dieses Produkt sonst auf dem lokalen chinesischen Markt. Und dafür gibt es erstmal, bevor wir das machen, müssen wir verstehen, dass wir hier in dem Fall, wenn wir für 14,99 verkaufen, tatsächlich nur 2,99 Euro verdienen. Ihr habt im Mitgliederbereich einige Kalkulationstabellen. Habt auch sehr komplizierte Kalkulationstabellen und ich habe sogar hier ein Tool, für, wenn einer unterwegs ist, ist ja kostenlos, könnt ihr auf butrus.de das Ganze nutzen und da kommen tatsächlich eure Margen netto raus. Ihr müsst euch mit Steuern, wie auch immer, gar nicht beschäftigen, das sollen die Steuerberater. Aber ich möchte meinen Einkauf optimieren und das sind meine Freunde in China, die habt ihr nicht. Wie macht ihr das? Es gibt ja Google Translate. Wir geben einfach dieses Wort auf Englisch oder auf Deutsch und lassen das auf Chinesisch übersetzen. Jetzt haben wir das auf Chinesisch übersetzt, kopieren das Ganze und gehen auf eine lokale Webseite. Es gibt mehrere lokale Webseiten. 1688.com ist eine schöne Webseite, wo man einfach jetzt diese Produkte suchen kann. Und dann stelle ich fest, dass dieses Produkt dort, sage ich mal, günstiger ist. Ja, das heißt, ihr könnt ja mit dem Währungsrechner von Google diesen Preis rechnen, nachrechnen und jetzt habt ihr die Möglichkeit, dem Hersteller anzuschreiben und sagen, Amigo, das, dein Preis war schön und gut, aber schau mal hier, ich habe das gleiche Produkt hier 1:1
Und es kostet ja ein bisschen weniger. Geht da was? Natürlich will er verkaufen. Ihr könnt mit dem diskutieren. Nicht Verhandlungen um jeden Preis, nicht, dass die Qualität verschießt oder wie auch immer. Wenn ihr merkt, das klappt trotzdem, habt ihr einfach hier euren Einkauf optimiert und da habt ihr statt 2,99 tatsächlich 4,99 verdient. Ja, das heißt, ihr habt 2 Euro mehr verdient dadurch, dass ihr euren Einkaufpreis schon ein paar Cents oder Euros gespart habt. Denn 1 Euro im Einkauf macht viel aus im Verkauf. Das müsst ihr merken. Ja? Also von daher, dieser Spruch, im Einkauf liegt der Gewinn, ist absolut wahr. So, das war jetzt die Checkliste nochmal. Mein Kapital, wie gesagt, habe ich ja drüber gesprochen. Nachfrage, das könnt ihr mit Helium 10 machen. Zielgruppe könnt ihr auch schauen. Ich könnte die Zielgruppe prüfen, einfach mehrere Keywords bei der Funktion Magnet bei Helium 10 schauen. Darüber sprechen wir auch später über Keywords komplett. Da spricht der Christian drüber. Wir reden auch über Bilder, wie ich einfach komplette Zielgruppen anspreche. Saisonale Produkte. Wie erkennt ihr, ob ein Produkt saisonal ist oder nicht? Eine Idee, da gibt es ja diese Kurve bei Google Trends. Wie erkennt man, ob ein Produkt saisonal ist? Wie sieht denn die Kurve so aus bei so einem saisonalen Produkt? Wenn auf dem GTT und im Sommer ist ganz offen. Ja, das heißt, wie sieht sie aus? So? Kurvenrecht. Das könnte zum Beispiel ein Ventilator sein oder jetzt ein Produkt, was Weihnachtskalender oder irgendwas. Ja? Das sieht so aus. Und das ist ein Produkt, was sehr gefährlich ist. Warum ist das sehr gefährlich? Ihr müsst ganz viel Geld in die Hand nehmen, dafür sorgen, dass ihr hier Topseller seid, nur für eine kurze Saison und dann ist das Ganze aus. Es macht Sinn, wenn ihr, okay, für jede Saison was hat, ist alles gut, aber jetzt komplett so Geld zu investieren in ein Produkt, wo ihr wisst, das bringe ich nach oben, dann ist der in einem Monat sowieso aus, dann habt ihr eure Zeit wieder gegen Geld getauscht. Weil es ist ja kein Geschäft, was automatisch funktioniert. Wir wollen ja Produkte finden, die, sage ich mal, so das ganze Jahr laufen. Ja? Das heißt, ungefähr so. Ja? Kann man ja gar nicht so beschreiben. Es gibt ja Saisonen, wo es einfach nicht so gut läuft oder wie auch immer. Aber und wenn ihr einfach die Ware sourced, dann müsst ihr die Ware eigentlich hier schon haben und nicht erst hier. Das heißt, wenn ihr die Bestellung auflöst, dann müsst ihr einfach auch darauf achten, nicht, dass ich einfach die Ware, mein Wareneingang kommt einfach hier, wo die Spitze ist, da komme ich sowieso nicht mehr hoch. Ihr müsst da am Anfang, wo jetzt Gartenartikel läuft, anfängt zu laufen, da muss die Ware schon Ende Februar spätestens online perfekt sein. So ist das, das müsst ihr kapieren. Weil die meisten Leute achten, oh, jetzt läuft, laufen Ventilatoren, dann bestellen die einfach im August schon die Ventilatoren, haben die noch gar nicht gelauncht oder wie auch immer. Und dann merken die, oh scheiße, jetzt bin ich noch drauf sitzen geblieben bis zum nächsten Jahr. Und da könnt ihr im Einkauf vieles kaputt machen, das sage ich euch. So, ich will euch nicht die Laune verderben heute. Ich will euch nur die Augen aufmachen, dass man hier viel kaputt machen kann. So, das war jetzt das Thema Produktrecherche.